Unser erster Halt führt uns, wie könnte es anders sein, nach Wien. Und deswegen werden wir uns jetzt gleich auf dem Weg zu ein paar Märkten machen, werden da aber Bio-Lebensmittel einkaufen und mit Passantinnen über Bio sprechen und genau. Wir freuen uns schon drauf und bis gleich. Tschüss. Tschüss. Zum Beispiel. Wenn Bio draufsteht, dann muss auch Bio drinnen sein, weil es muss, sie dürfen nicht Bio draufschreiben, wenn es nicht wirklich auch Bio ist. Und das erkennt man einerseits an diesem EU-Bio-Logo und andererseits an diesem Bio-Austria-Logo. Ich bin mir nie aufgefallen, ich kenne immer nur sozusagen die Bio-Aufschriften, aber das schaue ich nicht. Nein, man erkennt es an einem zweiten Grund auch noch. Es ist nämlich so, dass da das EU-Bio-Logo drin ist. Genau, dieses grüne, weiße Blatt aus Sternen auf grünem Hintergrund. Ja, ist mir noch nie aufgefallen. Ist mir noch nie aufgefallen. Und woran erkennt man das, dass das Bio ist? Naja, an der Verpackung eigentlich. Also so, das genau, also das ist nicht immer so, weil oft ist das auch nur so ein Marketing-Ding, ja, aber ja. Woran man es immer sicher erkennt, ist erstens dieses EU-Bio-Logo. Dann kann man davon ausgehen, dass das gentechnisch hergestellt wurde, ohne Pestizide, unter Einsatz von Antibiotika zum Beispiel, extrem reduziert ist. Also zusätzlich zu dem EU-Bio-Logo, das EU-Austria-Logo ist, das man auch wiederum hier drauf sieht, dann kann man davon ausgehen, dass die Regulierungen nur ein bisschen strenger sind. Wir machen da jetzt mit diesem Aufzug und mit diesem kleinen Korb einen Start in unserer Bio-Roadshow. Wir werden durch Österreich touren und uns biologische Betriebe anschauen. Und genau, dazu wollten wir eben heute einfach mal als Anfang Passantinnen befragen, was sie sagen, ob sie sich mit Bio auskennen. Aber sie kennen sich anscheinend eh schon sehr gut aus, weil sie haben das alles gewusst. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen einen Einblick bekommen, was Bio so bedeutet. Und nämlich, wenn Bio draufsteht auf einem Produkt, dann muss es auch Bio sein. Und die Zertifizierung erkennt man an diesem EU-Bio-Logo. Das ist so ein grüner Hintergrund mit einem Blatt in Form von weißen Sternen. Und wenn dann noch zusätzlich das Bio-Austria-Logo drauf ist, dann bedeutet das einfach, dass da mehr Kriterien vorhanden sind, nach denen das, der Betrieb kontrolliert worden ist. Und genau, und was das jetzt genau in der Praxis bedeutet, das werden wir gemeinsam im kommenden Monat erfahren. Wir beide touren nämlich durch Österreich und fahren zu Biobetrieben, schauen uns an, wie Biobauern, Biobäuerinnen wirtschaften, wie sie ihre Produkte vermarkten und was sonst noch so alles dazu gehört. Wir werden auch selber Hand anlegen dürfen und ein bisschen mitarbeiten. Genau, und da werden wir euch hautnah mitnehmen und freuen uns schon sehr drauf. Und was genau mit der Roadshow auf sich hat, das erfahrt ihr hier.